Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach: Du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm issest, musst du des Todes sterben. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu dem Weibe: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Dieser Podcast ist keine Wahlwerbung, aber eine eindringliche Mahnung, nicht nur zur Wahl zu gehen, sondern sich der Wahl zu stellen, vor der wir stehen. Die biblische Geschichte, die ich euch gelesen habe, steht im ersten Buch Mose, Kapitel 2 und Kapitel 3 in Auszügen, habe ich sie gelesen. Und ihr seht, sie sehen das Bild von Lukas Cranach, dem Älteren, Adam und Eva im Paradies. Ich habe einen Ausschnitt genommen, nur die Eva. Ein herrliches Bild aus dem Beginn des 16. Jahrhunderts, Eva mit dem Apfel. Wer genau hinschaut, sieht, der Biss ist getätigt. Sie hat schon mit ihren gesunden Zähnen offensichtlich ein-, zweimal hineingebissen. Ein anderer Apfel hängt über ihrem Kopf und die Schlange wickelt sich listig, wie Luther übersetzt, um diesen Ast dieses Baumes in der Mitte des Gartens. Was ist da geschehen? Und was geschieht heute? Wir haben die Wahl, Schöpfung und Fall oder die Bibel und die Klimakrise. Die biblische Erzählung, aufgeschrieben vielleicht vor 2500 Jahren in Israel, reicht in ihren Grundzügen, in den Erzählmotiven noch viel weiter zurück. Sie reicht hinein in die Urmythen der Völker des Nahen Ostens der damaligen Zeit. Die Rede ist von einem Garten, einem Urzustand der Welt als Paradies. Dieser Garten zeichnet sich dadurch aus, dass er ein Garten ist, das heißt, dass er eine Grenze hat. Das Böse, der Tod insbesondere, ist außerhalb des Gartens. Es mag jetzt mit unserer heutigen Biologie nicht zusammenpassen, dass wir uns eine Welt ohne Tod vorstellen, ohne den Kampf der Lebewesen untereinander um das Dasein, um den besten Platz. Charles Darwin, The Survival of the Fittest, das Überleben der am besten Angepassten, genau übersetzt. Aber darum geht es ja auch nicht, dass die Bibel etwa mit ihrem Weltbild in Konkurrenz träte zu unserem Weltbild heute. Es geht nicht um naturwissenschaftliche Streiterei, es geht darum, welchen Sinn das menschliche Leben hat. Die Erzählung gleicht also eher einem Märchen als einer naturwissenschaftlichen Behauptung über die Anfänge des Lebens oder des menschlichen Lebens.
Es ist eine mythologische Erzählung, eine Erzählung, in der Götter, in diesem Fall ein Gott, der Gott, drin vorkommen. Es geht also um die letzte Bedeutung des menschlichen Lebens. In ihrer Bedeutung für das Vorletzte, wie Dietrich Bonhoeffer sagen würde und gesagt hat. Das vorletzte Leben ist das, was wir erleben, was wir gestalten. Es geht heute um die Wahl zum Beispiel zum Deutschen Bundestag. Es geht um die Wahl unseres Lebensstils für die Zukunft. Es geht um die Wahl in politischen Fragen, die weit hinausreichen in die nächste und übernächste Generation und auch in letzte Fragen. Denn was begeistert uns so, dass es uns zu einer guten Wahl befähigt? Was hindert uns daran, die schlechte Wahl zu machen? Welche Verheißung also in biblischer Sprache führt uns, motiviert uns? Welche Grenzen in biblischer Sprache, welche Weisung Gottes oder welches Gesetz, welches Gebot und welches Verbot gilt für uns? Kennen wir noch letzte Verbote, Tabus, an die wir nicht rühren dürfen? Kennen wir noch die Verlockung, die Verheißung, die Zukunftshoffnung der Bibel, die von dem Ende der Zeiten spricht, nicht als von dem Untergang, sondern von der Errichtung des Reiches Gottes, von einer Zukunft der Menschen in Frieden mit der Natur und in Frieden mit sich selbst und in Frieden mit Gott? Gibt es das noch, diese Vision? Dieses Grundurvertrauen, diese Hoffnung, diesen Glauben. Darum geht es in den biblischen Geschichten. Sie sind auch Gegenerzählungen gegen den Alltag, gegen das Gewohntdenken, gegen das Denken in Aktionismus einerseits und Hoffnungslosigkeit andererseits. Biblische Erzählungen wollen eine Tiefenschicht aufmachen. Sie wollen uns in die Lage versetzen, weiterzudenken als bisher. Auch ein neues Gefühl auszuprobieren vielleicht. Neugier auf das, was kommen könnte, wenn wir etwas anders machen als gewohnt. Wenn wir nicht auf das Altvertraute setzen, sondern wirklich einen Politikwandel wagen. Das ist ja mit Ängsten verbunden, denn selbstverständlich weiß niemand, wie es wird, wenn die Steuern steigen, wenn die Ausgaben für bestimmte Projekte der Gesellschaft immens erhöht werden müssen, wenn man seinen Beruf wechseln muss vielleicht, weil die Produktion umgestellt wird, weil anderes produziert wird als bisher. Es werden nicht mehr Verbrennungsmotoren produziert, zum Beispiel in der Automobilindustrie demnächst, sondern Elektro Motoren. Und das heißt, man braucht weniger Arbeitsplätze. Ja, was ist denn mit denen, die ihren Arbeitsplatz verlieren? Selbstverständlich erzeugt all das Ängste. Also, was befähigt uns, eine neue Gesellschaft zu denken, Gerechtigkeit dann für alle aufzubauen, wenn das Vertraute doch zumindest einen Hauch von Sicherheit versprach? Einen festen Arbeitsplatz vielleicht, das Gehalt auf das Konto, die Urlaube, in die man immer fuhr, die Lebensmittel, die man immer einkaufte, die Gewohnheiten halt. Der Mensch ein Gewohnheitstier. Und jetzt plötzlich soll sich alles ändern. Ja, was macht mich eigentlich dazu fähig, diese Veränderung auch zu wollen? Und nicht nur aus Angst, irgendwelchen Gesetzen zu folgen, die eine neue Regierung vielleicht erlässt. Und dann sitzen wir da an unseren Stammtischen, in unseren Sportvereinen und zu Hause und schimpfen auf die Politiker. Das wird es ja nicht mehr sein. Das wird ja nicht mehr reichen. Was also befähigt uns dazu, einen neuen Kurs gemeinsam auch einzuschlagen? Innerhalb von Deutschland, innerhalb von Europa, mit den ärmeren Ländern der Welt. Wie sollen denn die großen Probleme gelöst werden? Migration, Klimawandel, soziale Ungerechtigkeit, Armut, Hunger, wenn wir nicht als Menschheitsfamilie gemeinsam handeln. Was aber befähigt uns dazu? Uns befähigt zunächst einmal einen Blick in den Spiegel. Wer bin ich?
Ich als Einzelwesen, wer bin ich als Mensch? Wer ist denn die Menschheit? Wo kommt sie her? Wo will sie hin? Patentrezepte sind nicht zu erwarten. Weder jetzt bei dieser Bundestagswahl noch in den nächsten 20, 30 Jahren. Wir werden experimentieren müssen. Und damit sind wir schon beim Kern. Mit einem Experiment beginnt nämlich auch die Schöpfung nach der Erzählung der Bibel. Gott baut diesen Garten, setzt den Menschen hinein, sagt, bebaue und bewahre ihn, du darfst alles nutzen, darfst alles essen, darfst alles gestalten, darfst die Tiere nennen, wie du die Tiere nennen möchtest, darfst also herrschen über sie. Aber diesen einen Baum, den mache ich dir zum Tabu. Diesen einen Baum in der Mitte des Gartens, den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Da darfst du nicht von essen, denn wenn du davon isst, wirst du des Todes sterben. Nun lass uns mal diesen Kinderschreck Gott einen Moment zur Seite stellen. Es geht nicht darum, dass Gott dann aus der Haut fährt und sagt, so, jetzt hast du mein Gebot übertreten und deswegen töte ich dich. Es geht um die erzählerische Darstellung von Wirklichkeit des Menschen, wie Menschen ihr Leben schon vor 2.500 Jahren erlebt haben. Und ihre Erfahrung war, der Tod gehört dazu, aber der Tod ist nicht das, was Menschen sich von Anfang an vorgestellt haben, dass es dazu gehört, sondern der Tod hängt auch zusammen mit etwas, das man eigentlich nicht als Mensch akzeptiert. Menschen sind eben nicht Tiere, sondern sind als Tiere zugleich anderes als Tiere. Ich will nicht sagen mehr und höher, aber anderes. Sie wähnen sich zumindest in einem Gespräch mit dem Ewigen, dem Transzendenten, dem Göttlichen. Nennt es zunächst einmal, wie ihr wollt. Und sie leiten daraus einen Anspruch ab, dass sie nicht einfach wie Tiere eines Tages alt und lebenssatt oder auch plötzlich und unerwartet sterben, verbuddelt werden oder auch nicht. Und dann war es das gewesen, sondern Menschen stellen sich Fragen wie, woher komme ich? Was soll ich hier? Wohin gehe ich? Was ist mit meinen Nachfahren, wenn ich welche habe? Was wird mit der Geschichte passieren nach mir? Was ist mit der Geschichte passiert vor mir? Solche Fragen halt. Könnte man sagen, und das wäre ziemlich zynisch, das ist das Problem des Menschen, dass er etwas zu viel Gehirn hat und deswegen sich solche unnützen Fragen stellt. Der Mensch ist einfach da wie ein Affe oder wie ein Elefant oder wie eine Amöbe. Und eine Zeit lang ist er da und dann ist er am Ende nicht mehr da und vergeht halt, wird gefressen von anderen Wesen, seine Überreste jedenfalls, gibt sich hinein ins Organische, wird wieder organische Materie und eines Tages ist diese Welt sowieso nicht mehr da, nämlich dann wissen wir heute, wenn spätestens die Sonne sich so vergrößert haben wird, dass die Erde dann von der Sonne verschluckt wird. Also das Ganze hat eigentlich keinen Sinn. So kann man sich entscheiden. So kann man die Sache sehen. Die Bibel ist damit nicht zufrieden gewesen. Die Schriftsteller und Schriftstellerinnen der Bibel haben das anders gedacht. Sie sagen, nein, da ist ein geheimnisvoller Ursprung, der den Menschen, auch wenn sie von diesem Ursprung weit entfernt sind, ihr Leben lang immer wieder bindet. Religio heißt Rückbindung. Menschen fragen solche Fragen. Sie möchten wissen, woher sie kommen, wohin sie gehen, wer sie sind, was mit dem Tod ist. Und eine mögliche, in Anführungsstrichen, Erklärung bietet unsere Geschichte. Und sie sagt, der Tod des Menschen hängt in einer geheimnisvollen Weise, die man nicht so schnell entschlüsseln kann, zusammen mit dem Begehren des Menschen sein zu wollen wie Gott. Der Mensch akzeptiert seine Grenzen nicht. Die entscheidende Grenze jedenfalls, die Gott ihm gesetzt hat, hat er nicht akzeptiert. Eva erzählt die Geschichte zunächst und Adam, also beide zugleich, verantwortlich, beißen auf Rat, kann man gar nicht sagen, auf Verführungskunst der Schlange hin in diese Frucht, die gar kein Apfel sein muss, aber in der Kunstgeschichte immer als Apfel
dargestellt worden ist. Und sie wissen nun nicht nur, was gut und böse ist im moralischen Sinne, sondern was ihnen Macht gibt. Und das hat sie ja auch verlockt. Sie wollen sein wie Gott. Sie wollen machen können. Sie wollen wissen, wie die Dinge zusammenhängen. Sie wollen daraus eine neue Welt schaffen können. Die biblische Erzählung legt nahe, damit übernehmen sie sich. Damit ziehen sie genau den Tod auf sich, den sie verhindern wollten. Sie wollten sein wie Gott, das heißt schätzungsweise auch ewig leben, ohne Anfang, ohne Ende. Und sie haben genau das nicht erreicht und werden aus dem Garten Eden vertrieben. Nicht von einem rachsüchtigen Gott, der ihnen alles Böse gönnt, sondern von einem Gott, der weiß, wo die Grenzen des Geschöpfs sind, die auch nicht aufgehoben werden können. Mag man spekulieren, wie ein Leben im Paradiesgarten wohl gewesen sein mag, mit all den Pflanzen, die werden ja eines Tages auch mal verrotten, wenn neue Pflanzen nachwachsen sollen, müssen alte Pflanzen sterben und so weiter. Also war der Tod nicht schon im Paradies mit drin? Das lässt sich alles denken und ist auch über die Jahrhunderte immer wieder gedacht worden, aber das ist nicht der Clou der Geschichte. Der Clou der Geschichte ist, der Mensch übernimmt sich. Und hier nun sehe ich mindestens einen starken Strang in die Thematik, vor der wir heute stehen. Man könnte sagen, dass die meisten Tode, Morde, Massenmorde, Furchtbarkeiten im 20. Jahrhundert und auch schon zu Beginn des 21. Jahrhunderts aus Weltverbesserungsideologien entstanden sind. Nehmen Sie den Nationalsozialismus, nehmt den Kommunismus, nehmt heute die Wissenschaftsgläubigkeit. Es geht immer darum, dass wir mit bestimmten politischen und technischen Mitteln die Welt besser machen, als sie ist. Besser machen wollen, als sie ist. Der Mensch soll ein kommunistischer Mensch werden, der Mensch soll ein arischer Mensch werden, der Mensch soll ein Mensch des 21. Jahrhunderts werden, mit einer bestimmten Technik, einem bestimmten Verständnis von Menschenrechten und Freiheit, oder aber umgekehrt von Kommunismus und Diktatur in Russland, in China, in anderen Ländern. Der Mensch soll sich anpassen an das, was die Herrschenden ihm sagen, was die Wirtschaft ihm vorgibt. Der Mensch soll, der Mensch soll, der Mensch soll. Ob Nationalsozialismus oder Kommunismus, eine platte Wissenschaftsgläubigkeit, was nicht zu verwechseln ist mit dem, was wir jetzt als wissenschaftliche Expertise in Sachen Klimaforschung im Moment dringend brauchen und jetzt neu entdeckt haben. Auch der ganze Wahn um Weltverschwörungstheorien, all das erzeugt Gewalt. All das erzeugt Irrsinn im Kopf und dann auch in der menschlichen Tat. In der westlichen Welt genauso wie in der östlichen, im ehemals christlichen Abendland und in den USA, genauso wie im muslimischen Teil der Welt, gibt sich, fürchte ich, der Mensch selbst das Gesetz und, wenn es so weitergeht, den Todesstoß. Da ist kein Gott mehr mit seinem Gesetz, das sind menschliche Auslegungen von angeblich göttlichen Gesetzen, die aber von Menschen erfunden worden sind und von Menschen so ausgelegt werden. Und das sind menschliche Taten, mit der wir die Geschichte beeinflussen oder steuern. Wir hören nicht auf Gott. Auch die, die davon reden, dass Allah oder Gott der Herr ihres Lebens sei, fürchte ich, hören nicht auf Gott, sondern sind in ihrem eigenen Herzen gefangen, würde die Bibel sagen, in ihrer Sünde verstrickt. Sie hören nicht auf den lebendigen Gott, sondern auf das, was ihre Ängste ihnen sagen. Oder ihre Sucht nach mehr. Oder die Verlockung der Macht. Oder das Beleidigte sich ausgegrenzt fühlen, um dann also doppelt und dreifach mit Gewalt zurückzuschlagen. Wie sollen wir die Anschläge gegen jüdische Synagogen anders verstehen als verdeckten und offenen Hass
gegen eine Gemeinschaft, die anders ist, die den Anspruch jedenfalls hat, von einem anderen Ursprung herzukommen, einem lebendigen Gott. Wer ist das denn? Was ist das für ein Anspruch? Das passt nicht in diese Welt. Wie sollen wir den Hass von islamistischen Terrorgruppen anders verstehen als als Ausdruck tiefster Infragestellung des eigenen Lebens durch unsere westliche Kultur? Und umgekehrt, wie sollen wir unsere Müdigkeiten, unsere Depressionen, unsere Exzesse in unseren Gesellschaften anders verstehen als als Sinnlehre, als Orientierungslosigkeit, als verzweifelte Hoffnung auf etwas zu hoffen, an das man eigentlich gar nicht mehr glaubt? Ihr seht, Sie sehen, dass die sogenannten letzten Fragen, die Fragen der Orientierung, des Glaubens, der Hoffnung, hineinreichen in unsere politischen Fragen von heute. Sie werden die Wahl mitentscheiden. Und sie werden die Handlung nach der Wahl mitentscheiden. Tiefer, als viele es sich klar machen. Georg Friedrich Händel hat in der Wahl des Herkules, The Choice of Hercules, die Wahl zwischen Lust und Moral musikalisch in Szene gesetzt. Vielleicht ist das nicht die tiefste Art und Weise, die Dinge zu betrachten, denn Lust und Moral, das mag noch an der Oberfläche kleben, aber die Musik zeigt doch schon in tiefere Tiefen, als dieser schlichte Titel es nahelegt. Es geht um letzte Orientierung des Menschen, was der Mensch will, was der Mensch kann und auf welchem Boden der Mensch lebt. In diesem Sinne wünsche ich euch und Ihnen einen gesegneten Sonntag und die richtige Wahl. Ihr Bernd Vogel. Schlusswort. Wir haben die Wahl, habe ich diesen Podcast überschrieben. Natürlich auch mit Hinweis auf die heutige Wahl. Und natürlich im Rückblick auf die Wahl, die Adam und Eva hatten, die wir alle selber sind, Adam und Eva, die wir also haben, jeden Tag. Aber wichtig ist mir, damit nicht zu enden mit der Wahl, die wir haben, sondern mit der Wahl, die Gott getroffen hat. Der fromme Schluss, wenn ihr so mögt. Aber ohne diesen frommen Schluss sehe ich keinen Grund für Hoffnung. Wenn Gott nicht gewählt hätte, in dem Menschen Jesus Christus uns und die Welt mit sich versöhnt, wenn Gott nicht auf unserer Seite wäre, wenn nicht die Welt, so wie sie ist, auch mit der Klimaerwärmung, Gottes Welt genannt werden könnte, wenn wir nicht hoffen und glauben könnten, dass Gott in dem Geschehen, in dem wir drin sind,
die Weltgeschichte selber erleidet und selber mitgestaltet, auch durch uns, aber nicht nur durch uns, dann sehe ich wirklich keinen Grund für Gewissheit, für Hoffnung, für Freude, für Gelassenheit. Es hinge ja alles an uns. Es hinge alles an eurer Generation. Es hinge alles an unseren Generationen, die die nächsten 10, 20, 30, 50, 80 Jahre leben. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass Gott in der Geschichte wirkt, handelt, auch durch uns, dass er gehandelt hat in Jesus Christus, gegenwärtig ist in seinem guten Geist, in Menschen, die an ihn glauben und in Menschen, die nicht an ihn glauben, aber das Richtige tun. Und insofern möchte ich zum Schluss dieses Podcasts das mir Wichtige ergänzen. Wir haben die Wahl, weil Gott uns erwählt hat.